Herzlich willkommen zu Promis im Fokus mit eurer Erklärkatze Diablo, heute im Fokus Jasmin Tawil. Immer noch gibt es spannende Neuigkeiten um das Drama mit ihrem Sohn. Mehr erfahrt ihr nach dem Intro. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Nach einer langen und turbulenten Zeit ist der kleine Sohn von Jasmin Tawil, ehemaliger Star der TV-Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, nach Deutschland zurückgekehrt. Inmitten des wochenlangen Dramas um Jasmin Tawil und ihren Sohn Ocean hat sich laut Informationen von Bild eine Wendung ergeben. Ocean, der seit einiger Zeit in einem Jugendheim in Costa Rica untergebracht war, wurde kürzlich in San José in ein Flugzeug nach Deutschland gesetzt und landete schließlich in Frankfurt. Die Zukunft von Ocean bleibt jedoch ungewiss, da ein erbitterter Kampf um das Sorgerecht entbrannt ist. Die Hauptakteure in diesem Konflikt sind Jasmin Tawil, ihr Vater und der leibliche Vater von Ocean. Um die Ereignisse in Erinnerung zu rufen, Jasmin Tawil, ehemalige Ehefrau des Popstars Adel Tawil, lebte seit einiger Zeit mit Ocean und ihrem damaligen Partner in Costa Rica. Doch die Beziehung zerbrach und Jasmin Tawil geriet in persönliche Schwierigkeiten. Mitte März wurde Ocean vom Jugendamt in Obhut genommen, da Bedenken hinsichtlich seines Wohlergehens bestanden. Jasmin Tawil wurde verhaftet, verbrachte einige Zeit im Gefängnis und anschließend in einer psychiatrischen Klinik. Ende März kehrte sie allein nach Deutschland zurück, ohne ihren Sohn. Seitdem lebt die Musikerin ohne festen Wohnsitz in Deutschland und wechselt zwischen Hotelunterkünften und Aufenthalten bei Freunden. Ihre Fans unterstützen sie finanziell durch Spenden. Jasmin Tawils Vater bemüht sich um das Sorgerecht für seinen Enkel und plant, seine Tochter entmündigen zu lassen. Er hat einen Antrag auf Vormundschaft beim Familiengericht gestellt, mit Aussicht auf Erfolg. Auch der leibliche Vater von Ocean hat sich bei den Behörden gemeldet und strebt ebenfalls das Sorgerecht an. Er möchte Ocean zurück nach Hawaii bringen, da das Kind sowohl die deutsche als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar oder Like. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth.